Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Game of Thrones. Das große Finale, meine Freunde, der vierten Episode. Bin sehr gespannt. Home at last. Back at High Point, I wasn't sure your brother would survive the day. He nearly didn't. I was terrified when you called Lud's bluff, but you knew exactly what you were doing. Naja. Now Ryan will be coming home. He'll sleep in his bed. Noch nicht. Right. Wir wissen es noch nicht. Noch nicht zu früh feiern. Das geht alles vielleicht noch nicht. Returned safely. We still need to make the trade. You're right, of course. Still, you did well today. Don't lose sight of that. My lord, look. Ich sehe nichts. Where are the guards? Kommt denn jetzt schon wieder? Alter, ich... Da wurde doch jetzt nicht ernsthaft die ganze Elite-Truppe ausgeschaltet, oder? Dahlia? Sir Ryland! Where are the Glenmores? What? Where's anybody? Wait here. Ernsthaft? Ernst? Ja, alles... Alter. Puh, ganz ruhig. Come on. Don't be so dreary. It was a joke. I'm sorry, I should have laughed. Or maybe you think you can do better. Of course not. I didn't mean to offend. Perhaps a song instead. I hear you've written a touching song about your... Alter, was... Ist hier los? Let's hear it, shall we? Ist das nicht no. Griff, der hier labert? No. Wer labert da? Ich sehe, ich kann es erkennen, dahinter ist ein Bruder. Roderick! Oh ne, der Spasti. Alter, ich hasse ihn. Was? State your business now. I thought you'd have more courtesy. Especially after getting to know your sister. Wo ist die Elite-Einheit? Haven't we, Talia? Say it. Say it's been lovely. It's been lovely. And you? I'm told you're a man who can't be broken. I've decided to come see for myself. Wo ist die Elite-Einheit? Die Tä? Was? Das ist das Ende? Nee. Oh, nee. Ernsthaft? Ethan was the first forester I killed. Doesn't have to be the last. You don't know what you're in for, Garrett. What you're asking my brother to do. The North Grove isn't what you think it is. You claim to be a leader, yet your own people do not respect you. But we did as you commanded. These aren't sellswords, Asher. They're killers. Roderick! I can't believe I trusted him. I know you and my brother were in contact. Perhaps he told you things. Things that might prove his guilt. Perhaps you're not to be trusted either. Oh, you're not listening, Garrett. Shh. Wieso? Wieso ist jetzt die Episode vorbei? Die hätten doch wenigstens diesen Austausch noch. Ah, Mann. Okay. Viele haben anders entschieden. You and didn't encounter Finn. Um was ging es da nochmal genau? Didn't encounter Finn? Ich weiß gar nicht mehr. Didn't encounter Finn? Ich weiß gar nicht mehr, was damit gemeint war. Ich gesagt, hier. Okay, Griff, haben richtig viele eine gegeben, finde ich sehr gut. Sehr wenige haben das Geheimnis von Sarah verraten, was ich sehr komisch fand, weil Sarah, also die war doch nicht wirklich sympathisch. Das war halt, die hat doch oft irgendwie rumgezickt und dann wieder, die hat uns viele Probleme bereitet, das Mädchen. Und, ne, hat mich echt genervt. Dann hier, ordered the Glenmore Soldiers to remain at Ironwrath. Das haben 50-50, da, ja, was soll man machen. Und
da wird mich jetzt interessieren, ohne Spaß. Ist das jetzt so? Hätte ich mich dafür entschieden, dass die mitgekommen wären, wären wir da mit denen allen zurückgekehrt oder wären die auch dann einfach irgendwie tot gewesen? Das wäre interessant zu. Na, ja, okay. Und, ja, 40%, okay, haben den Slave Maat Beskar gestoppt und ja, das war's. Kürzeste Folge ever. Boah, Mann. Boah, dieser Hurensohn am Ende. Ich hasse ihn. Ich hasse diesen Bastard, der da am Ende war. Boah. Ich will auf jeden Fall in der nächsten Episode eine Erklärung, wie die Elite-Einheit gestorben ist. Das, also da mich. Das würde mich echt mal interessieren. Wie ist die draufgegangen? Ich meine, das waren wie viele Leute? 10 Leute oder so in. Ergibt keinen Sinn. Es ergibt irgendwie alles keinen Sinn. Nein, danke. Was ist in der nächsten Episode eigentlich noch so? Schau mal kurz. Play. Okay. Es gibt 6 Episoden. Okay. Na gut, Leute, dann war's das mit Episode 4 Game of Thrones Telltale Game Adventure. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Für alle, die es miterlebt haben, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das fandet. Ich fand die Episode ziemlich geil. War vielleicht sogar die beste. Es war vielleicht die beste. Ich fand die Stellen mit, eigentlich war alles geil. Da am Ende dieses Survival-Ding war ganz cool, als wir abgehauen sind. Und jetzt auch das. Man hätte die Episode länger machen müssen. Ich fand das Ende ein bisschen zu erzwungen. So, okay, wir müssen jetzt unbedingt zu Ende machen, damit die Leute die nächste Episode noch spielen oder so. Das fand ich ein bisschen blöd, aber es ist halt immer so. War geil, war ziemlich geil. Wir sehen uns in Witcher. Es müsste noch laufen. Witcher läuft noch. Und in Batman Arkham Asylum. Wow, ich habe hier was umgeschmissen. Batman Arkham Asylum spielen wir zur Vorbereitung auf Batman Arkham Knight. Mein meist erwartetstes Spiel 2015. Ich freue mich mega drauf. Ultra gehypt. Und deswegen zocken wir Batman Arkham Asylum. Arkham City habe ich schon für Ewigkeiten let's played. Peinliche Aufnahmen. Und Arkham Origins war auch schon lange her. Beziehungsweise, wie lang? Ein Jahr? Zwei Jahre? Ich weiß gar nicht mehr. Es fühlt sich sehr lange an. Und Arkham Asylum habe ich noch gar nicht gezockt. Und dann dachte ich mir, zocke ich das, müsste heute vielleicht anlaufen. Also checkt einfach mal meinen Kanal, da müsste was sein. Und schaut euch an, das ist bestimmt ein geiles Spiel. Wird hochgelobt, hat glaube ich einen 90er Metascore oder so. Ja, dann würde ich sagen, war's das, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Episode oder bei anderen Let's Plays. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.